Na, ihr Hübschen. Ihr habt eine Kraft. Hey. Das sind schon schöne Tiere. Mareike und Jürgen wollen diese Straußenfarm in Rülsheim übernehmen. Ein Glücksfall für die Besitzer. Denn Nachfolger für Höfe zu finden ist schwierig. Seit vielen Jahren begleiten wir Bauern bei Hofübergaben. Uschi und Christoph hoffen nun, ihr Lebenswerk in gute Hände geben zu können. Wir machen das jetzt fast 30 Jahre und da kommt dann irgendwo auch mal der Zeitpunkt, wo man für den Rest des Lebens, der ja doch ziemlich begrenzt ist wahrscheinlich, da möchte man doch noch ein bisschen was anderes machen. Viele landwirtschaftliche Betriebe suchen einen neuen Chef, eine neue Chefin. Oft scheitern solche Übergaben. Stopp! Stopp! Was ich gar nicht mag, das ist genau das. Das schaffen wir nicht. Ich übernehme mal, komm her. Nee, Stickel. Viele Bewerber springen wieder ab. Wird die Übergabe diesmal klappen? Bislang züchten Mareike und Jürgen Hühner. Damit verdient sich die Familie was dazu. Mit Straußen haben sie noch keine Erfahrung. Für ihre Kinder wollen sie ein neues Leben als Farmer beginnen. Der Bjarne mit Resümee. Wir möchten uns selbstständig machen, um ihm eine Grundlage bieten zu können, auch bei uns arbeiten zu können. Farmer und Nachfolger sind sich bereits einig. Aber das Land der Straußenfarm gehört der Gemeinde. Und die verlangt nun eine sehr hohe Pacht. Aber das ist doch wirtschaftlicher Wahnsinn. Das kann doch ernstzunehmend niemand fordern. Scheitert die Übergabe wie so oft an der Finanzierung? Rund 70 Strauße leben auf der Farm von Uschi Braun und Christoph Kistner. Sie sind Pioniere auf dem Gebiet der Straußenzucht in Deutschland. Jedes Küken wird per Hand aufgezogen. Ja, ihr habt gar nichts auf der Weide zum selber rupfen, ne? So sieht's aus. So sieht's aus. Nichts zum selber rupfen, nee. Hm? Wir machen das Ganze jetzt schon seit 25 Jahren. Wir wollten damals unser Leben verändern. Und durch reinen Zufall hörten wir im Radiobericht, dass der Strauß in die Landwirtschaft Einzug hält, weltweit. In Rülsheim in der Nähe von Speyer fanden sie mit ihren Tieren eine neue Heimat. Willkommen. Die Strauße hatten sie aus Namibia importiert. Mit jedem Mal, wo wir ihnen begegnet sind, da haben wir uns mehr verliebt. Auf einmal haben wir gesagt, unser Leben ist ab jetzt Strauß. So war es dann auch tatsächlich, ja. Früher haben die beiden als Radiojournalisten gearbeitet. Wünschten sich dann ein naturverbundenes und selbstbestimmtes Leben und wagten das Abenteuer Strauß. Ursprünglich war eigentlich der Plan, ein Fleisch auf den Markt zu bringen. Eben ein gesundes, artgerecht erzeugtes Fleisch. Dann haben wir aber festgestellt, es gibt noch viel Bedarf an Zuchttieren damals in Deutschland. Also haben wir erstmal Zuchttiere verkauft und in der Zeit auch die Schlachtung vorbereitet. Denn in Deutschland muss ja alles amtlich abgesegnet sein. Und es gab noch keine Möglichkeit zu schlachten. Und es musste alles in die Wege geleitet werden. Und dann ging es nahtlos eigentlich dahin. Die exotischen Tiere fühlen sich sehr wohl im europäischen Klima. Dennoch ist die Haltung nicht ungefährlich. Ein Strauß kann einen ausgewachsenen Löwen mit einem Tritt ins Jenseits befördern. Also da muss man schon Acht geben, der Straußenhahn. Und es sind Reviertiere, die ihr Revier verteidigen. Und also manchmal ist es sehr angebracht, auch nach ein bisschen umzudrehen, wenn man hinter sich einen Strauß kennt. Und das Problem ist, die sind so schnell. Rennen hilft nichts. Hinlegen und beten, dass nichts passiert. 2006 gründeten sie die Straußenfarm. Das Paar lebt vom Verkauf von Jungtieren. Strauße gelten als menschenbezogen, anhänglich und sehr verspielt.
Ihre Farm ist daher ein beliebtes Ausflugsziel für Besucher. Im eigenen Restaurant gibt es Spezialitäten mit Straußenfleisch, das Sie zukaufen. Uschi und Christoph selbst schlachten nicht. Im Hofladen ist eine große Auswahl an Produkten rund um den Vogelstrauß zu finden. Den Betrieb hier muss man sich halt quasi als Gesamtkunstwerk vorstellen. Alles zusammen funktioniert. Ein ganz besonderer landwirtschaftlicher Betrieb. Aber das Alter schlägt jetzt durch. Christoph Kistner ist 75, Uschi Braun 66. Beide sehnen sich nach einem Abschied vom anstrengenden Berufsleben, von der Selbstständigkeit, von der Verantwortung für 12 Angestellte und die 70 Tiere. Die ersten 7 Jahre, meine Frau, die hat 7 Jahre keinen freien Tag gehabt. Die hat 7 Jahre, die Aufbaujahre, keinen Urlaubstag gehabt. 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr und das 12, 13, 14 und mehr Stunden. Irgendwann ist die Energie zu Ende. Wir brauchen auch mal mehr Zeit für uns, ein bisschen mehr Ruhe und ja, andere Aktivitäten, auf die wir halt jetzt jahrelang verzichtet haben. Deshalb wollen sie die Gebäude und den laufenden Betrieb mit den Tieren und den Stallungen verkaufen. Für 350.000 Euro. Das Land gehört allerdings nicht dazu. Es ist nur gepachtet. Das macht den Verkauf schwierig. Aber sie haben schon Interessenten. Hier im Breisgau in Achkarren nahe Freiburg lebt Familie Fischer. Familie Fischer, das sind gleich 7 Personen. Mareike und Jürgen mit ihren Kindern Svee, Bjarne, Kim, Jörn und Liv. Und einer Menge Tiere. Die Familie kennt sich schon aus mit Geflügel. Sie züchten derzeit die kleinen Verwandten der Strauße. Seltene Hühnerrassen. Und sie bauen Biogemüse an. So, jetzt machen wir das zu. Jetzt gehen wir füttern. So. Mareike und Jürgen haben mit der kleinen nebenberuflichen Landwirtschaft vor ein paar Jahren angefangen. So, guten Appetit. Der 50-Jährige arbeitet hauptberuflich in der Produktion eines Betriebs im Schichtdienst. Er ist gelernter Tischler und Rettungssanitäter. In dem Jahr Elternzeit haben wir zusammen hier draußen das aufgebaut, die Anzahl der Hühner vermehrt, den Market Garden gestartet. Und wir haben festgestellt, dass wir eigentlich sehr gut zusammenarbeiten können. Also für uns hat es schon fast was Meditatives. Magst du auch von Hand füttern, Bjarne? Die tun dir nichts. Die Kinder stehen hinter dem Lebenstraum der Eltern. Mein Vater, der rackert sich jeden Tag halt in dieser blöden Firma ab und danach ist er müde und der mag das einfach nicht mehr. Und die wollen schon so lange Farmer werden, also das gönne ich ihnen auch. Die Eltern haben noch einen anderen Grund, weshalb sie sich unbedingt selbstständig machen wollen. Sie denken an ihren 5-jährigen Sohn Bjarne. Er hat Trisomie 21. Auch als Down-Syndrom bekannt. Der Bjarne mit Trisomie, ich möchte gerne, dass er auf dem ersten Arbeitsmarkt Fuß fassen kann. Und das ist hier erfahrungsgemäß echt schwierig. Teilhabe funktioniert auf dem Papier, aber eben nicht in der Praxis, nicht immer. Und wir möchten uns selbstständig machen, um ihm eine Grundlage bieten zu können, auch bei uns arbeiten zu können. Vielleicht mit seinen Geschwistern zusammen, wenn eins von unseren anderen Kindern den Betrieb mal übernehmen möchte und er kann dann mit einsteigen. Das finde ich ein schöner Gedanke. Das möchte ich gern für ihn. So, magst du jetzt Eier holen? Der 11-jährige Sohn Jörn schmiedet schon Pläne. Ich fände es toll, weil da können wir auch viel mehr Hühner halten. Und da könnte ich auch immer zu den Straußen und könnte halt, ja, da hätten wir viel mehr Platz und auch. Ja, könnten wir auch viele andere Sachen noch machen. Ja.
Die 41-jährige Mareike ist studierte Bioinformatikerin. Für die Kinder hat sie ihre Karriere in der Wissenschaft an den Nagel gehängt. Aber dafür mit viel Eigeninitiative alles über Hühnerzucht gelernt. Das Küken hat das Problem, dass die Haut trocken geworden ist, diese Eihaut hier. Das ist das Problem bei der Kunstbrut. Da kann man auch helfen, man muss aber vorsichtig sein, weil, wie man hier sieht, die Haut ist durchblutet. Und wenn ich es an der falschen Stelle durchtrenne, die Haut, dann verblutet das Küken innerhalb von 1-2 Minuten, ist das einfach weg. Viel Expertise. Gute Voraussetzungen also für die Übernahme der Straußenfarm. Mit Christoph Kistner und Uschi Braun sind sich Fischers bereits einig. 350.000 Euro würden sie für den Hof, die Gebäude und die Tiere zahlen. Aber die Übernahme droht dennoch zu scheitern. Das Gelände der Straußenfarm gehört der Gemeinde Rülsheim. Seit Monaten verhandeln Fischers über die Konditionen für die Pacht. Die Gemeinde verlangt einen hohen Preis. Um den zu erwirtschaften, müssten Fischers den Hof erst einmal ausbauen. Es gibt einen Flächennutzungsplan. Das heißt, ich darf auf diesem Gelände darf ich ein größeres Restaurant machen, ich darf einen größeren Laden machen und ich darf ein 5-stöckiges Hotel bauen. Die Gemeinde möchte aber nicht, dass wir das machen. Die möchte nicht, dass wir das vergrößern, die möchte nicht, dass wir das Hotel bauen. Und um die Pacht zu erwirtschaften, die Gemeinde von uns haben möchte, müssten wir das aber. Mit dem, was wir machen, mit dem Garten und den Straußen, also mit dem Gemüseanbau, sind diese Gewinnmargen nicht zu erwirtschaften. Und daraus ergibt sich eben, dass wir das auch nicht zahlen können. Und da habe ich auch die Prämien drin gelassen. Ich habe auch die Junglandwirtprämie drin gelassen, damit die sehen, was uns jetzt entgeht. Das bedeutet viel Unsicherheit für die 7-köpfige Familie. Und für die Kinder ist es eine Belastungsprobe. Unsere Situation stellt sich so dar, dass wir seit Monaten eigentlich in der Schwebe sind. Wir haben unser ganzes Leben eigentlich danach ausgerichtet. Wir haben die Schulplätze für die Kinder dort. Ich habe hier keinen Schulplatz für meine Tochter, die jetzt in die 5. kommt, sondern nur dort. Kommt ihr? Besuch in der hoffentlich neuen Heimat in der südlichen Pfalz. Hallo. Hallo Herr Kistner, hallo Frau Braun. Schön, Sie zu sehen. Ja, schön, euch zu sehen. Wenn man das so sieht, dann hat sich die Lagefahrt gelohnt. Die Familie will noch mal persönlich mit der Gemeinde verhandeln und letzte Details mit den Kistners klären. Die Fischers haben sich in die Straußenfarm verliebt. Alles würde super passen. Als erstes natürlich das Flair. Das ist ja wie so eine Erholungsinsel hier drin. Das ist ganz klar. Das hat uns sofort verzaubert. Und dann passt es einfach super. Ich meine, hier läuft schon alles. Hier ist ein Laden, da können wir das Gemüse weiter vertreiben und unsere Hühner mit integrieren. Das passt einfach toll. Das ist einfach traumhaft. Wollt ihr losflitzen? Mareike und Jürgen haben ihre Zukunft hier schon klar vor Augen. Das ist unser Market Garden. Ja. Da hast du eine ganz schön große Fläche. Also das wär, da kannst du Kürbis und so zum Beispiel machen. Und dann könnten wir hier irgendwie bei den Räumlichkeiten die Waschstation hinmachen. Wasch- und Packstation, dann ist es direkt nah. Und du kommst, glaube ich, hintenrum auch in den Laden. Du kannst es direkt in den Laden reinmachen. Ja. Sie wollen die Strauße behalten, ihre Hühner mit hierher bringen und außerdem Biolandwirtschaft betreiben. Das heißt, da könntest du auch mit dem... Der Laden, den würden wir einfach so beibehalten. Das bietet sich ja super an, es durch Gemüse zu ergänzen, durch unsere Eier zu ergänzen. Doch das Problem mit der Gemeinde ist weiter ungelöst. Sie konnten sich immer noch nicht über die Pacht für das Gelände einigen. Das hängt natürlich ein bisschen von der Pacht ab, ob das wirtschaftlich ist oder nicht. Also so wie wir uns das durchgerechnet haben, würde das funktionieren. Das heißt, wenn wir für die Bestandsgebäude, 30 Euro der Quadratmeter. Der Rest, den würden wir ja de facto nur als Wiese nutzen. Ne? Und wenn wir dafür im Prinzip eine Wiesenpacht kriegen, dann würde sich das natürlich schon rentieren. Der Konflikt. Während Fischers den größten Teil der Fläche als billiges Weideland pachten wollen, bewertet die Gemeinde auch diesen Teil als teure Sondernutzungsfläche. Die Gemeinde will das Doppelte dessen, was Fischers als angemessene Pacht errechnet haben. Fischers planen schon ihr neues Leben inmitten der Strauße. Und wenn sie ein bisschen größer sind, dann kann man da vorne den Zaun wegmachen, den kleinen. Und dann können die raus auf die Wiese flitzen. Ob sie sich mit der Gemeinde noch einigen können? Wir haben wirklich, wirklich viele Stunden hier dran gesessen. Vor allen Dingen die Mareike.
Wir haben ja Businesspläne geschrieben, Exposés. Es haben von verschiedenen Stellen wurden verschiedene Sachen angefordert. Wir waren, sind schon lange in Kontakt mit der Bank und versuchen, denen so viel wie möglich zu liefern. Geht halt noch nicht alles. Und wir sind oft hierher gefahren. Das ist schon ein großer Aufwand, den wir jetzt betrieben haben. Auch für Christoph Kistner und Uschi Braun geht es jetzt um viel. Sie wollen auf jeden Fall bald aufhören. Sie haben Energie und Geld in die Straußenfarm gesteckt. Wenn sie nicht verkaufen können, wären ihre Investitionen verloren. Als wir damals hierher kamen, da gab es keinen Park. Im Prinzip haben wir ein wertloses Gebäude gemietet und ein Stück Trockenrasen. Mehr war es einfach nicht hier und wir haben ein horrendes Geld dafür bezahlen müssen die ganze Zeit. Und das tut natürlich Monat für Monat weh. Mit dem Erlös aus dem Verkauf wollen sie ihren Lebensabend sichern. Den Preis für die Farm könnten Fischers auch aufbringen. Da sind wir uns sehr einig geworden. Also das ist eigentlich alles in trockenen Tüchern. Das Einzige, worauf wir jetzt noch warten, ist die Gemeinde. Noch hoffen hier alle, dass die Gemeinde Familie Fischer bei der Pacht entgegenkommt und die Straußenfarm weitergeführt werden kann. Wir würden es Ihnen mit Handkuss geben. Es ist auch unser Herzenswunsch, dass unser Lebenswerk erhalten bleibt. Seit Monaten geht es nicht voran mit der Gemeinde. Jetzt soll es den entscheidenden Termin geben. Die letzte Chance. Dann hoffe ich mal, dass wir dann in der Woche Bescheid wissen, oder? Immer wieder scheitern Übernahmen daran, dass Höfe auf gepachtetem Land stehen. Eine bittere Erfahrung, die auch der Biogemüsebetrieb Willmann in Ingersheim, gut 20 Kilometer nördlich von Stuttgart, schon länger macht. Das Land gehört in diesem Fall einem Verein. Vor 3 Jahren haben wir Georg Willmann besucht. Er hatte den Hof in den 70ern gegründet. Das ist jetzt wunderbar, wie die Erde, wenn man sie nur leicht berührt, verkrümelt. Aber dann fällt Georg Willmann von heute auf morgen aus, wegen eines Schlaganfalls. Er erholt sich zwar, den Betrieb kann er aber nicht mehr allein weiterführen. Alles hängt nun an Sohn Tobias Willmann. Doch der hatte andere Pläne. Es ist in der Tat so, dass mir einfach der grüne Daumen fehlt. Und dementsprechend ich eben einen anderen Berufsweg eingeschlagen habe. Der studierte Maschinenbauer sucht seitdem zusammen mit seinem Vater nach Nachfolgern. Ein Paar, Sandra und Enno, stieg 2019 auch tatsächlich eine Zeit lang auf dem Hof mit ein. Doch die Hofübernahme kam damals nicht zustande. Ich war doch sehr begeistert von den beiden, aber natürlich im Speziellen jetzt von Sandra, weil die ja bei mir auch mitgearbeitet hat. Ich hatte anfänglich schon so ein bisschen ein schlechtes Bauchgefühl, was halt auch einfach die Eigentumsverhältnisse anging. Wir haben natürlich trotzdem gesagt, wir gucken uns alles an. Ich bin auch total froh, dass wir da waren, dass wir das hier alles mitnehmen durften. Alles. Und auch für die Zukunft hier. Es gibt viele vielfältige Aufgaben hier und man macht jeden Tag was anderes. Und das wäre was, was ich mir gut vorstellen könnte. Drei Jahre später. Bietigheim, Bissingen. Halb 6 Uhr morgens. Der Wochenmarkt wird aufgebaut. Wir treffen Tobias Willmann. Er ist immer noch der Chef. Das Gemüse bringt er selbst zum Marktstand. Personal ist rar. Wir haben eigentlich einen Fahrer, der sich um solche Sachen kümmern sollte. Aber leider muss ich gerade dessen Job zumindest zum Teil auch selber machen. Seitdem Enno und Sandra weg sind, gab es mehrere Interessenten. Bisher kam es jedoch zu keiner Übergabe. Das haben wir wirklich gehofft, dass es klappt mit der Hofübergabe. Es ist ja jetzt schon über 2 Jahre her. Das wäre schön, wenn Enno und Sandra noch da wären. Es hat leider nicht geklappt. Also die haben eine Weile mit uns gearbeitet. Aber auf Dauer hat es dann doch nicht gepasst. Tobias Willmann muss also weitermachen. Und so arbeitet er deutlich mehr, als ihm lieb ist, in einem Beruf, den er sich nicht ausgesucht hat. Ist so, dass ich im Prinzip eigentlich 4 Jobs gerade gleichzeitig mache und ich mache die Betriebsleitung in der Gärtnerei auch selber. Im Prinzip eigentlich zu viel, ja. Tobias hat immerhin einen neuen Mitarbeiter gewonnen.
der den Marktstand betreut. Tino, ich muss mich verabschieden. Geh in die Gärtnerei. Ja. Wir sehen uns zum Abbauen. Viel Erfolg. Viel Erfolg dir. Ja. Bis nachher um eins. Bis nachher um eins. Also, ciao. Ciao. Der studierte Maschinenbauer wollte eigentlich nur für maximal 5 Jahre einsteigen. Das ist jetzt nicht wirklich eine einfache Situation und ich hatte eben eigentlich auch nicht vor, das so lange zu machen. Aber einfach aufhören funktioniert eben auch nicht, zumal wir ja eben auch, beziehungsweise mein Vater auch investiert hat in Gewächshäuser. Ich habe auch den Eindruck, dass nicht mehr so viele Menschen heutzutage bereit sind, so viel Verantwortung zu tragen oder auch in der Landwirtschaft eben sich zu betätigen, weil es eben doch ein sehr undankbares Business ist. Und ich habe trotzdem nach wie vor die Hoffnung, dass das eben sich eine Lösung finden wird, dass der Betrieb weitergehen kann, aber ich das nicht mehr machen muss. Das Land gehört einem Verein und darf nicht verkauft werden. Das macht es schwer, Nachfolger zu finden. Denn die müssten einen 7-stelligen Betrag für die Gewächshäuser zahlen. Und diese gehören zudem noch teilweise der Bank. Wie sieht es für diese Woche aus mit Tomaten? Eine Rolle. Aber das heißt, für Hako ist weiter knapp, ja, oder? Tobias wollte längst weg sein vom Hof. Aber er kann nicht. Sonst setzt er die Altersabsicherung seines Vaters aufs Spiel. Also macht er notgedrungen weiter. Und kämpft zudem noch mit Umsatzeinbußen. Durch die Inflation ist Biogemüse nicht mehr so gefragt wie früher. Er gibt die Hoffnung nicht auf, dass jemand den Betrieb mit den 40 Mitarbeitenden übernimmt. Zurück auf der Straußenfarm in Rülsheim. Auch hier haben alle noch Hoffnung, dass die Hofübergabe klappt. Mareike und Jürgen wollen sich schon mal mit den Straußen anfreunden. Guck mal, da sind sie. Oh, schau mal, da sind sie ja schon, unsere Mädchen. Gott, die sind schon süß. Jürgen geht's theoretisch an, hat ein Seminar über Straußenhaltung absolviert. Mareike setzt auf Praxis. Man muss die Tiere beobachten. Also die Hühner können mir natürlich nicht wirklich wehtun, aber beobachten muss man die Tiere ständig, damit man auch den Gesundheitszustand in meinem Blick hat. Und ob ich die jetzt beobachte, weil ich mich schützen möchte, oder ob ich sie beobachte, weil ich gucken möchte, ob es ihnen gut geht, macht eigentlich keinen Unterschied. Aufpassen halt. Denn so ein Straußenschnabel ist ganz schön hart. Mitarbeiterin Petra nimmt Mareike und Jürgen heute mit ins Gehege. Sie will ihnen zeigen, was bei der Straußenfütterung zu beachten ist. Sicherheitshalber bei besonders lieben Tieren. Das ist schon echt eine andere Menge, als wir immer haben. Klar, größere Vögel brauchen auch mehr Futter. Das ist jetzt für alle Tiere zusammen. Mhm. Was hier jetzt alles drin ist, das ist Weizen, ja. Soja, Gerste, Kleie, Mais, ja, und speziell für die Strauße zusammengestellt ein Vitamin- und Mineralstoffmix. Okay, und woher wisst ihr die Zusammenstellung? Hat es der Kistner irgendwie? Das haben Uschi und Christoph mal. Haben die mit der Zeit so ausbaldowert? Das haben die ausbaldowert. Das war auch in dem Seminar. Okay. Haben sie eine Anleitung, wie man das, in welchem Verhältnis man das mischt? Im normalen Zoogeschäft ist Straußenfutter nicht zu bekommen. Die Tiere sind nun mal eigen, auch in anderer Hinsicht. Die greifen uns nicht an, aber Neugierde vom Strauß kann auch lästig und schmerzhaft werden. Deshalb bitte jetzt die Ohrringe abnehmen. Stimmt, ja. So, dann ziehe ich die jetzt mal aus, ist besser. Ich will die ja behalten. Ab in die Tasche. Geh mal. Okay, also gut. Geh mal rein. Perfekt. Ladies. Besser so, denn die Straußendamen probieren gleich mal aus, wie der neue Besuch so schmeckt. So. Ihr habt eine Kraft. Hey. Der Mais ist übrigens das, was bei uns Pralinen sind. Also da stehen die unheimlich drauf. Das ist der ja, die gelbe Kontrast, da picken die unheimlich nach. Alles die Handschuhe kommt, kennen sie natürlich schon als Küken. Ja, das weiß ich. Haben wir gesehen, dass sie mal den Küken sind. Kann ich mal mit der Hand geben? Lass sie mal probieren, ja, das geht auch. Oh, ja. Nicht meine Brille, bitte. Und obwohl sie nur über ein kleines Gehirn verfügen, haben die Vögel ein gutes Gedächtnis. Deshalb sollte man besser nett mit ihnen umgehen. Das sind schon schöne Tiere. Ja, wenn du dir einen Vogel oben wegdenkst, dann steht der Dinosaurier vor dir. Ne? Ja. Und auch die mächtigen Knochen, also Wahnsinn. Ja, Wahnsinn.
Das sind da ordentliche dran, ja. Muskelpakete. Ja. Und das ist ja nur der Unterschenkel, den Oberschenkel, den siehst du so gar nicht. Und da steckt die Hauptkraft. Die Tiere wissen genau, dass sie die Stärkeren sind. Die sind unheimlich selbstbewusst. Man kann einen Strauß nicht einschüchtern. Man zieht den Kürzeren. Und alles, was man dann gewinnt, ist ein Feind. Die Tiere merken sich das und man hat zeitlebens keinen entspannten Umgang mehr mit dem Tier. Also um den Frieden zu bewahren, immer, ja, du hast recht, klein machen, gehen. Und auf der sicheren Seite des Zaunes bleiben bei den Hähnen. Also man kann nicht überall so an die Tiere dran. Bewusst hat Petra diese lieben Straußendamen für das erste Zusammentreffen ausgesucht. Bei manchen Hähnen geht auch sie nicht ins Gehege. Ihr Chef wurde schon mal von einem Hahn attackiert und schwer verletzt. Aber die sind schon echt stark. So, ich denke, die Mutprobe habt ihr jetzt bestanden. Na? Sachkunde brauchen wir auch nicht entziehen. Dann gehen wir mal ins Füttern. Die Damen haben Hunger. Gehen wir füttern. Jawohl. Jetzt gibt's was. Und das können die Hühnerzüchter auch ohne große Übung. Dennoch, ganz so wie bei den kleinen Verwandten, läuft das Füttern nicht. Bon Appetit, mes amis. Es ist aber wirklich anders als bei den Hühnern. Wenn ich bei den Hühnern füttere, werde ich von den Hühnern verfolgt und muss gucken, dass ich nicht auf einen Huhn drauf trete. Und da sind die Damen echt gesittet hier. Aber auch die gesitteten Hennen freuen sich jetzt über ihre Mahlzeit. Die bekommen sie nur zusätzlich. Denn hauptsächlich ernähren sich die Strauße von Gras. Wahnsinn. Das war doch ein super Einstieg. Perfekt. Das war jetzt die Anfängervariante. Aber auch das muss man lernen. Dann. Ich persönlich, ich finde sie einfach, sind tolle Tiere. Und ich würde wirklich, wirklich gerne mit denen zusammenarbeiten. Und fotogen sind die Straußendamen auch noch. Wir haben es geschafft. Hier ist die Handschuhübergabe. Ich habe schon angehört, dass ihr gut gemacht habt. Ja, es war super. Super, also, hat Spaß gemacht. Hat echt Spaß Tolle gemacht. Mädchen. Die sind super, ja. Total entspannt. Ja. Schön. Wir bleiben in Kontakt. Genau. Bis bald. Ja, ja, bis bald. Danke schön. Hoffentlich. Ups. Tschüss. Tschüss. Bis bald. So. Es steht endlich das entscheidende Treffen mit der Gemeinde an. Jürgen muss sich um die Kinder kümmern. Mareike fährt allein nach Rülsheim. Am Gespräch sollen der Bürgermeister und der Leiter des Bauamts teilnehmen. Das ist heute besonders wichtig, weil ich heute klären muss, ob wir finanziell zusammenkommen. Und wenn wir finanziell zusammenkommen, hängt einfach ganz viel davon ab. Ich muss die Kinder in der Schule ummelden, Kindergarten frisch anmelden, wir müssen Arbeitsstelle kündigen. Und das muss alles ganz schnell gehen. Unser Haus muss verkauft werden und deswegen muss heute wirklich alles geklärt werden. Wenn es heute nicht klappt, klappt es gar nicht. Ob die Gemeinde bereit ist, von ihren finanziellen Vorstellungen abzurücken? Sich auf einen niedrigeren Pachtzins einzulassen? Und Mareike und ihrer Familie so eine Zukunft in Rülsheim zu ermöglichen? Bei dem Gespräch dürfen wir nicht dabei sein. Eine Stunde sitzen die drei zusammen. Uiuiui, jetzt bin ich K.O. Also das war anstrengend jetzt. Ich durfte viel reden, die haben mir gut zugehört, das fand ich schon mal positiv. Aber die bestehen auf ihre Preise. Und ich habe ganz klar gesagt, die Preise, die die verlangen, können wir mit der Landwirtschaft nicht generieren. Noch bleibt für Mareike eine winzige Hoffnung. Denn der Gemeinderat hat auch noch ein Wörtchen mitzureden. Er wird darüber abstimmen. Ein Mehrheitsbeschluss ist nötig. Es wird sich morgen Abend entscheiden. Um 20 Uhr ist der nicht öffentliche Teil, da wird es besprochen. Und dann werde ich am Tag drauf oder zwei Tage später Bescheid bekommen. Vielleicht wird der Gemeinderat von Rülsheim doch noch dafür sorgen, dass die Straußenfarm eine Zukunft hat. Und Christoph Kistner und Uschi Braun beruhigt dem Ruhestand entgegensehen können. Flörsheim-Dalsheim in Rheinhessen. Auch im Weinbau gibt es Probleme mit der Nachfolge. Hans-Jakob Fuchs und seine Frau Hildegard haben ähnliche Erfahrungen gemacht wie die Besitzer der Straußenfarm in Rülsheim. Auch die Winzer wollten sich schon länger in den Ruhestand verabschieden, den Betrieb in andere Hände übergeben. Dann kriegen wir richtig, richtig Top-Scheurebe.
sieht gut aus. Mit 73 muss man, wenn man verantwortet und trägt, auch an morgen denken. Und auch daran, dass es nach einem oder nach der Verfügbarkeit von dem, der es jetzt macht, weitergehen kann. Und da muss man Vorsorge treffen und da müssen Nachfolgeregelungen gefunden werden, um den Fortbestand des Betriebes, der Arbeitsplätze und die Sicherung der Qualität zu gewährleisten. 2021 besuchten wir den Winzer schon einmal. Auch er hoffte damals, Nachfolger zu finden und hatte einen vielversprechenden Kandidaten im Blick. Max Kasper. Er war zu dieser Zeit am Ende seines Weinbaustudiums. Hans-Jakob Fuchs stellte den jungen Önologen auf den Prüfstand. Ich will ihm einfach mal auf der einen Seite zeigen, was wir so an Exoten haben. Ich will mal seine Reaktion darauf sehen und auch mal gucken, wie er die Weine bespricht. Das heißt, sprachliche Fähigkeit, Geschmack zu beschreiben, ist etwas, was in der Weinbranche notwendig ist. Und was man schulen kann, was man entwickeln kann. Mal gucken, auf welchem Level der Max da ist. Ja, hoffentlich auf dem guten. Die Frage war, ob der junge Winzer die Weine erkennen kann. Nach einem arbeitsreichen Tag? Erstmal ein Gläschen Wein, ja. Rebsorte, Vermutung, Typ. Ist auf jeden Fall eine frühreife Sorte. Aromasorte, das ist eine, würde ich jetzt auch nicht sagen. Dafür ist er ganz schwer. Tut mir leid, das muss ich an der Stelle passen. Haben Sie wahrscheinlich noch nie probiert. Ich habe ihn vorher auch nie probiert, bevor ich ihn gepflanzt habe. Das ist ein Goldmuskateller. Mhm, okay. Kein gelber Muskateller, sondern ein Goldmuskateller. Mhm. Das ist auf jeden Fall was sehr Exotisches. Von den Aromen her wirklich dunkle Beerenfrüchte, Brombeeren. Was direkt rauskommt, ist auch Himbeeren, Cabernet d'Orsa. Klasse, Volltreffer. Kompliment. Max Kasper überzeugte den Weingutbesitzer. Alles in allem ein gut ausgebildeter Fachmann, dem er seinen Hof auf lange Sicht gerne übertragen hätte. Aber Max konnte sich nicht direkt zu einer Zusage durchringen. Er wollte sich noch andere Weingüter anschauen. Wir treffen ihn wieder. Im Weinberg zwar, aber nicht in Rheinhessen, sondern in der Pfalz. Max suchte damals nach größeren Weingütern, in denen es noch mehr zu lernen gab. Ich war auf Stellensuche und habe dann auch prompt was gefunden in Rheinhessen, im Weingut 30 Acker, wo ich im Keller angestellt war. Nach kurzer Zeit hat es mich jedoch dann wieder zurück in die Pfalz verschlagen, wo ich jetzt im Weingut Metzger angestellt bin, ebenso im Keller auch. Metzger gehört zu einem der führenden Betriebe in der Pfalz. Uli Metzger hat das einstmals kleine Familienunternehmen international bekannt gemacht. Er legt Wert auf moderne Methoden beim Anbau und im Keller. Ein Ort zum Lernen für den jungen Winzer. Da kann man schon viel mitnehmen. Wenn man sieht, wie hier gearbeitet wird, und das ist natürlich auch für mich persönlich eine Bereicherung. Ja. Weingutchef Metzger ist froh. Er hat einen fähigen Mitarbeiter gefunden. Der macht sich sehr gut. Er hat uns wahnsinnig viel geholfen, weil mir entlastet mich halt wahnsinnig auch. Und ich ist im Keller immer mehr mit dabei, mit der Lea, mit der Tochter und mit Martin, dem Schwiegersohn. Und also wir sind sehr zufrieden mit ihm. Max ist also angekommen. Doch wie schaut es mit der Nachfolge im Weingut Fuchs aus? Der 73-Jährige ist mittlerweile einer Lösung näher gekommen. Sebastian, dann guck mal die Partie noch hoch, das ist so weit, dass er gepumpt werden kann. Jawohl. Sein Mitarbeiter Sebastian kann ihn heute im Keller schon fast vollständig vertreten. Sebastian ist schon 10 Jahre dabei. Wir haben nur die Aufgaben ein bisschen neu verteilt. Sebastian ist inzwischen in vielen Dingen oder in allen Dingen so fit, dass er mich im Grunde auch ersetzen kann. Wenn es sein muss. Er ist kein Vertriebler, das ist was anderes. Aber Keller und die Weinberge draußen, die Pflege, was gemacht werden muss, auch Mitarbeiter anleiten. Wir haben auch noch die anderen Mitarbeiter, die da sind, die dann im Zweifel die Führung brauchen. Das übernimmt Sebastian. Das funktioniert.
Hans-Jakob Fuchs sucht weitere Verstärkung für seinen Betrieb im Angestelltenverhältnis. Er hat Anzeigen geschaltet und immerhin Gespräche laufen. Dann brauchen wir einen neuen Vertriebler. Und ich denke, ich werde auch dann, wenn wir die passenden Mitarbeiter gefunden haben, im Hintergrund bleiben. Das Wichtigste ist aber, es ist jetzt geregelt, was langfristig aus dem 400 Jahre alten Weingut wird. Lange nicht gehört von euch. Hans-Jakobs Sohn Sebastian hat durch unsere SWR-Sendung wieder Interesse am Weingut gefunden. Der Sohn aus erster Ehe hat 5 Kinder. Die Chancen stehen gut, dass das Weingut zukünftig in der Familie bleibt. Okay, prima. Und kommt wieder gut zurück. Ich freue mich, wenn ihr euch bald wieder mal meldet. Tschüss, Sebastian. Der Frankfurter Immobilienmakler will nicht vor die Kamera. Aber mit dem Vater ist vereinbart, er wird sich, wenn ihm etwas passiert, um das Weingut kümmern. Eine Lösung, mit der auch seine zweite Frau Hildegard einverstanden ist. Gemeinsame Kinder haben die beiden nicht. Also, du kannst entspannt sein. Gut. Das Weitergeben an die nächsten Generationen, das ist schon etwas, was mir viel bedeutet. Das ist schöner, als zu sagen, okay, wir lösen den Betrieb jetzt auf oder wir verscherbeln alles am Stück oder was auch immer man macht. Es gibt ja verschiedene Modelle, wie man das lösen kann. Aber das so am Stück zusammenzuhalten und in der Familie zu halten, das ist einfach das, was die bäuerliche Tradition will und macht und was mir auch gefällt. Genau wie mein Mann. Die beiden wissen die guten Seiten des Lebens zu genießen und sind sich jetzt sicher, irgendwie wird es weitergehen mit ihrem Betrieb und mit einem entspannten Lebensabend. Ja, guck mal, der schöne Weinberg vor uns, wo die Scheurebe reift. Und wir können einfach nur zugucken. In Rülsheim hängt der gute Lebensabend von Christoph Kistner und Uschi Braun davon ab, ob Familie Fischer die Nachfolge der Straußenfarm übernehmen kann. Fischers haben nach der Gemeinderatssitzung Bescheid bekommen. Meine Herren, hier. Da bricht jetzt eine Welt zusammen. Ja. Und nicht nur für die, ja, sondern auch für uns. Endlich. Was? Eine Welt zu Bruch. Ja, nicht deiner, nee. Ja, hallo, wir wollten vorbeikommen und es nicht am Telefon besprechen. Ja. Das klingt nicht gut. Nee. Das ging nicht gut aus, nein. Nein, sie bestehen darauf, dass sie diese hohen Gewinnmargen erzielen müssen, also diese hohe Pacht machen müssen. Und die sind mit den Preisen ja sogar noch höher gegangen. Also ich bin mittlerweile der Meinung, dass sie das absichtlich gegen die Wand fahren. Aber das ist doch wirtschaftlicher Wahnsinn. Das kann doch ernstzunehmend niemand fordern. Wir können mit dem Bürgermeister von Rülsheim, Rainer Höher, nach der Entscheidung sprechen. Warum ist die Gemeinde nicht auf Familie Fischer zugegangen? Rainer Höher ist da klar. Wir als Gemeinde haben definitiv keinen Mehrwert. Es wird zwar über Rülsheim Sport, die haben eine tolle Straußenfarm, aber von dem können wir nicht leben. Die Gemeinde rückt nicht von den Pachtforderungen ab. Gleichzeitig will sie das Gelände in Erbpacht abgeben, beschränkt auf 30 Jahre. Und das auch nur mit strengen Bauvorschriften. Unter diesen Bedingungen war die verlangte Pacht zu viel für Mareike und Jürgen. Als Bürgermeister bin ich verpflichtet für das Wohl meiner Gemeinschaft, für die Bürgerinnen und Bürger hier in Rülsheim. Und wenn ich jetzt länger als 30 Jahre verpachte, habe ich für den Zeitraum nach den 30 Jahren keine Möglichkeit mehr, falls dieses Gelände nicht mehr als Straußenfarm genutzt wird, hier einzugreifen. Ich habe die Möglichkeit verbaut, in der Bauentwicklung, wenn später mal vielleicht dort ein Wohnbaugelände entstehen könnte, oder auch vielleicht, was ich jetzt noch nicht weiß, Hotelanlage etc., das wäre alles nicht mehr möglich gewesen. Aus dem Grund hat der Gemeinderat gesagt, wir wollen uns die Zukunft nicht verbauen lassen. Die Option auf Baugelände, das der Gemeinde viel Geld einbringen könnte, das hat die Zukunftspläne von Christoph Kistner und Uschi Braun, wie auch von Mareike und Jürgen Fischer, beendet. Und das nach fast einem Jahr intensiver Verhandlungen, in denen die Gemeinde stets beteuert hatte, sie wolle die Straußenfarm erhalten. Das hat uns echt sowas von runtergezogen. Also das war nicht nur, wir sind jetzt auf Null, sondern
Wir sind eine ganze Ecke tiefer. Wir waren geistig schon hier. Die Kinder waren angemeldet in den Schulen. Unser Haus war quasi schon verkauft. Alles weg. Wir werden hier definitiv nicht weitermachen. Und dann ist die Frage, wohin gehen wir? Wohin gehen unsere Tiere? Wie können wir den ganzen Betrieb peu à peu auflösen? Ja, und es ist natürlich emotional auch ganz fürchterlich. Wir sind jetzt genau in der Situation, in die wir eigentlich nie kommen wollten. Dafür haben wir ein Leben gearbeitet. Und dann kommen irgendwelche Leute, die sich offensichtlich mit der Sache überhaupt nicht befasst haben, denen das alles völlig schnurzpiepegal ist. Und die spielen dann praktisch Monopoly mit unserer Alterseinkünften, mit unserem Ruhegeld. Für die Kistners eine Katastrophe. Das bedeutet auch das Aus für die Straußenfarm als Ausflugsziel. Die Tiere müssen in den nächsten Monaten ein neues Zuhause finden. Ja. Sitzen jetzt einfach hier und genießen das. Ist einfach schön. Ja, genau, ne? Ja, wir haben viele Besucher, die sagen, sie kommen einfach hierher, haben einen stressigen Job. Und gerade wenn wir im Sommer Küken haben, beim Beobachten der Küken vergessen sie ihre ganzen Probleme. Du brauchst nichts anderes. Ne? Ja, ja, genau. Ja, das stimmt. Das ist echt total schön. Ja. Wie stolz, dass sie sind. Guck mal, wie die gehen. Die Anteilnahme ist groß bei den Besuchern. Mit der Schließung hat keiner gerechnet. Aus meiner Sicht total traurig. Das kann gar nicht sein eigentlich. Das ist unglaublich, wenn es sowas gibt für die Leute an der Straußenfarm. Das ist ja irre. Und dann lasen wir, dass die schließen. Und wo mir es jetzt kam, meine Enkeltochter ein bisschen später, und da hat sie fast geweint, weil die jetzt hier zumachen solle. Und es ist wirklich überwältigend, wie viel Mitgefühl, wie viel Emotion, auch wie viel Enttäuschung und Trauer jetzt kommt von den Leuten. Wir müssen von morgens bis abends Leute trösten im Laden, auf der Farm hier, die spazieren gehen, die es nicht glauben können. Und ja, es ist einerseits wirklich, tut unheimlich gut. Auf der anderen Seite macht es einen halt den ganzen Tag lang traurig, weil das ist das Thema. Ein paar Wochen später. Erneut kommen Mareike und Jürgen vorbei. Schatz, Schatz, Schatz. Sie suchen jetzt mit Hochdruck einen anderen Hof, den sie übernehmen können. Und würden dann dahin gerne Strauße mitnehmen. Zumindest ein paar. Na, wenn das Ganze in die Hose kriegt, haben wir vielleicht noch ein paar, die wir kaufen können. Na. Können wir wenigstens die Jungtiere, meinst du? Ja, kriegen wir vielleicht eine Zuchtgruppe oder sowas hin. Hallo. Hallo. Oh, schön sieht's aus. Ja, ne? Die sind so groß geworden. Und geht halt wie Brennnesseln, ne? Ja. Ja. Habt ihr eine Deadline für euch, dass ihr sagt, okay, bis da und dahin müsst ihr definitiv einen Hof haben oder Bescheid wissen? Würden wir da noch ein paar Strauße kriegen? Ja, die Sache ist, ihr kennt ja die Deadline hier. Ja. Ne? Also wir haben ja gekündigt bis zum 31. Dezember. Ja. Es bleiben ihnen nur noch 10 Wochen, um alles aufzulösen. Weg sein sollte. Ja. Schwierig. Ganz schön war es auf unter aller Schultern. Ja. Alles sehr verworren. Und es gibt auch niemand anderen, der bereit wäre, zu den Bedingungen der Gemeinde die Farm zu übernehmen. Da hat der Rülsheimer Bürgermeister echt einen Bock geschossen. Er glaubt, er könne hier das Gelände für Wohnbebauung sich sichern, dabei, die haben auch genug Land. Eva, rechnet ja auch nicht mit einer Gemeinde, die sich so querstellt, ganz ehrlich, weil normalerweise wäre das ja kein Rattenschwanz, wenn wir uns jetzt einig, wir waren ja relativ schnell einig, das wäre eine Sache des Einlernens gewesen, natürlich muss man finanzielle Sachen klären und sowas, aber normalerweise wäre der Übergang ja, das wäre fließend gegangen, wäre in den Zeitrahmen locker gegangen. Ob Fischers Land finden und noch ein paar Strauße mitnehmen können, das ist offen am Ende unserer Dreharbeiten. Zu dem Zeitpunkt waren erst 2 Straußenfamilien verkauft. Die 4 wollen den Kontakt nicht abreißen lassen. Wenn der Betrieb nicht übergeben werden kann und alles zurückgebaut werden muss, ist für die Straußenfarmer das Lebenswerk verloren.